Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, erstmal Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat bis zum neuen Video, aber ich bin aktuell wirklich viel beschäftigt und filme immer noch nebenbei. Insofern verzeiht es mir, wenn ich nicht regelmäßig Videos uploade. Ich hoffe, das wird in der Zukunft deutlich besser. Umso mehr Abonnenten wir haben, desto mehr kann ich mich natürlich auch diesem neuen Projekt widmen. Aber ich möchte gar nicht zu lang um den heißen Brei reden. Ich bin endlich mal wieder auf Sylt und das hat einen besonderen Grund. Und zwar bin ich hier mit Bentley. Und das ehrt mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt, ich muss mal schauen, aber ein, zwei Autos Probe fahren zu können heute und morgen. Und einfach super geil, dass das funktioniert. Und das erste Auto ist ein richtig geiles Auto, wie ich finde. Ich drehe mich bewusst noch nicht um, weil einige von euch würden dann wahrscheinlich erstmal, ja, erschrecken vor Schock vielleicht auch. Aber dem einen oder anderen wird es gefallen. Ich finde es richtig geil, die Farbe. Sie heißt Pink Passion. Okay, ich drehe mich einfach mal um. Schaut euch mal bitte diese geile Farbe an von dem Bentley Bentayga. Ich feiere das richtig ab. Der eine oder andere hat das Auto schon gesehen bei mir auf Instagram. Ich habe ein, zwei Videos da gepostet, kleine Stories und ein, zwei Bilder. Ich hatte das Auto jetzt heute und es ist einfach so geil. Die Hälfte der Leute guckt dich an und liebt es und die andere Hälfte sitzt da mit offenem Mund und sagt, mega geil. Vorrangig Frauen, das ist natürlich, muss man gar nicht drum rumreden, das ist eine Frauenfarbe, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen, irgendwo in Südfrankreich oder Italien so ein Auto im Haus zu haben, das ist doch was, oder? Ich habe es nicht, aber ich würde es richtig feiern auf jeden Fall, wer das macht. Ja, aber lass uns mal ein bisschen was zum Auto erzählen, denn diese krasse Kiste hat 608 PS. Das ist der W12-Motor, ein 6-Liter Twin-Turbo von Bentley. Und damit schafft es dieser SUV, der fast aussieht, also eher wie ein Schrank als wie ein SUV, würde ich sagen. Aber eine super geile Form. Also mit dieser Form schiebt das Auto auf über 300 km/h. Und das ist natürlich extrem krass. Knapp über 4 Sekunden braucht das Ding von 0 auf 100 und es ist einfach eine Maschine. Aber lass uns mal wirklich erstmal genauer das Auto anschauen und dann sehen wir uns natürlich wieder, wie ihr es kennt, mit einer kleinen Probefahrt im Auto. Also bis gleich. So, rein ins Auto. Ich finde, das Auto sieht mega geil aus, oder? Was sagt ihr? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare, wie euch das Auto gefällt. Also nochmal, die Farbe, ganz ehrlich, ist die nicht cool? Ich muss mal das Gebläse hier ein bisschen runter machen, weil sonst hört ihr gar nichts mehr gleich. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch schon los. Also ich bin jetzt wirklich 2, 3 Stunden schon mit dem Auto hier auf der Insel rumgefahren und ich muss wirklich sagen, das ist richtig Fahrkomfort. Also ich bin vorher noch nie in einem Bentley gesessen, also ich bin noch nie gefahren und auch nicht mitgefahren und also allein deswegen, wenn man das nötige Kleingeld übrig hat, kann man sich so ein Auto holen, weil der Fahrkomfort ist wirklich erste Klasse und gefällt mir richtig gut. Auch hier drin die Verarbeitung, das ist einfach was ganz anderes als die letzten Autos, die ich zum Beispiel gefahren bin. So, endlich runter von der kleinen Straße. Jetzt geht's auf die Landstraße. Und dann. Schauen wir mal, wo es hingeht. Hier ist mega viel Verkehr heute auf der Insel. Das ist halt
so im Sommer auf Sylt, damit muss man rechnen, aber ja, das ist das einzige Problem, dass ich dann eben dieses Auto jetzt nicht ausfahren kann. Der SUV läuft 301 km/h Spitze, finde ich einfach extrem. Und wenn ich jetzt hier mal drauf drücke, dann merkt man auch, warum. Weil der Allrad schiebt so unglaublich nach vorne, dass, ja, ist echt schon Sportwagen, finde ich. Ich bin gespannt auf die anderen Bentleys, die ich vielleicht noch fahren werde jetzt in den kommenden Tagen. Das wird auch richtig spannend, denn das sind dann wirklich schon Sportwagen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich hier den Bentayga einfach nur mal ganz entspannt über die Landstraßen von Sylt kutschiere. Ja, man fährt wie ein König. Mir bringt das Auto richtig viel Spaß. Man muss leider dazu sagen, das ist der Negativpunkt, den darf ich natürlich auch nicht vergessen, wenn ich hier so von diesem Auto schwärme. Ja, es gibt den übrigens auch in dezenteren Farben für jeden, der Pink nicht mag. Wie gesagt, ich würde mir den auch nicht in Pink holen, aber die Farbe ist doch geil, einfach mal. Also als Vorführwagen von einem Händler, mega cool, um einfach mal zu zeigen, was eine Marke kann, was man sich traut bei Bentley. Finde ich richtig gut. Was ich aber sagen wollte, das Auto, das ist nämlich der Negativpunkt, kostet ab 230.000 Euro. Das ist natürlich kein Schnäppchen. Aber wie gesagt, man kriegt Allrad, man kriegt Bentley, also von innen, überall mit den Nähten, extrem gute Verarbeitung, die Spaltmaße stimmen perfekt, die Qualität, die Haptik ist einfach sehr, sehr hochwertig. Und man kriegt auch 608 PS in einem SUV, der einfach unglaublich performt, muss man einfach so sehen. Und der fährt über 300 km/h, 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Und das, obwohl das Auto ja wirklich jetzt nicht die dynamischen Formen hat, wie ein Sportwagen oder wie andere Wagen. Und ich muss sagen, jetzt muss ich mal kurz checken, ob ich hier nass geschwitzt bin, aber es geht, es ist echt wieder warm heute. Aber was ich, oder um das nochmal zu Ende zu führen, das Auto ist wirklich einfach perfekt, so wie es gebaut wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, der eine mag diese Farbe oder die Form, der andere nicht. Der eine mag lieber, weiß ich nicht, vielleicht Land Rover, vielleicht ein Audi SQ7, was ja auch ein Vergleichsmodell von diesem Auto ist. Bentley ist natürlich auch nochmal nach außen hin ein ganz anderes Standing, aber ich muss sagen, wenn ich das Geld jetzt dafür übrig hätte und noch ein SUV benötigen würde, dann würde ich den tatsächlich in Erwägung ziehen. Das kann man nicht anders sagen. So, und damit ich euch nicht zu lange warten lasse auf die nächsten Autos, würde ich sagen, fahre ich jetzt wirklich wieder zurück nach Kampen, auch wenn ich schon zweimal angekündigt habe wahrscheinlich. Aber jetzt ist es soweit. Ich tausche das Auto und dann sehen wir uns spätestens wieder im nächsten Video und dann mit dem nächsten Bentley. Also, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und freut mich, wenn ihr unten auch noch einen Kommentar da lasst. Wie hat euch das gefallen? Wie gefällt euch dieses Auto? Dann gibt's mehr von mir. Bis bald. Ciao.